Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde der Rodelrunde. Dabei ist wieder der Dennis. Hallo. Und heute neu dabei ist Lukas. Hi. Lukas darf ja auf mein... Kannst du mal aufhören? Lukas darf ja auf meinem Kanal nicht fehlen, der ist ja immer dabei. Und das Wo ist mein heutige Anteil? Thema sind unsere Lieblingsspiele. Ich würde mal sagen, dass unser Ehrengast mal anfängt. Ich? Ja. Oh Gott, was ist mein Lieblingsspiel? ja, in letzter Zeit gespielt Last of Us 2. Einfach faszinierend, dieses Spiel. Den ersten Teil habe ich nie gespielt. Dennis hat ihn gespielt, ne? Ja. Keine Ahnung, ich habe, wie gesehen, ich habe, wie gesehen, wie gesagt, ich habe den nie gespielt. Aber Teil 2. Ich will nicht spoilern, weil ich weiß, Dennis hat ihn noch nicht gespielt. Pascal kennt den. Ah, der ist geil. Ja. War das alles? Ja. Das ging schnell. Soll ich die Bibel rausholen oder was? Warte kurz, ich hol die Bibel raus. Okay. Ah. So sprach Jesus. Was? So sprach Jesus, okay. So sprach Jesus. Okay, Dennis, du oder ich? Du. Okay, ich. So, als zweites Mal. Nein, du bist gleich wieder dran. Erst komme ich und dann kommt Dennis. Also ich habe mir GTA 5 ausgesucht. Aus dem einfachen Grund, weil ich es schon seit 2013 spiele. Und das mich immer noch sehr überzeugt. Und ich in diesem Spiel wahrscheinlich schon mehrere tausend Spielstunden wahrscheinlich habe. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Viele mit Lukas und Dennis. Mit der ist nicht Ja. ganz so viele. Mit Dennis nicht ganz so viele. Ja, und mit vielen anderen noch. Mit Leuten, mit denen wir heute kaum noch Kontakt haben, aber damals viel. Zum Beispiel Elias. Der Nee, du musst einzige dir einfach Pro. mal vorstellen, Pascal. Kannst du dich noch erinnern an PlayStation 3 Zeiten? Wir beide. Ja. Alter. Und was jetzt? Wir haben damals so getan, als ob wir Motorradclubs haben. Wir waren Gangster, sind wir heute noch. Wir haben Also alles getan, wir Real haben Life. Verstecken gespielt, ne? Ja klar, wie leid. Ja, das war schon geil damals. Ja, versteckt die Spiel mal War schon damals Spaß. geil, ihr GTA Gangster. Ja, damals noch, Da wo gab's auch auf Kohle dich. auf Konto. Man muss seine Kontakte nach Russland haben. Ja, das waren Zeiten. Manchmal Litter. Ja gut, Litter. Ja, mittlerweile fahren wir das beste Auto im Spiel. Ja, innerhalb des besten Podcasts. Ja, ich glaube, habe ich alles zu GTA gesagt? Ich glaube schon. Dennis. Man könnte noch mehr sagen. Okay. Also, mein Spiel, was mich immer noch Spaß macht, ist God of War. Es ist, jetzt sagen wir mal, nicht so. Das, wie soll man das wissen, sagen? Es ist nicht das beste Spiel. Wurde nur Spiel des Jahres. Es wird Spiel des Jahres. Es macht Spaß. Es geht aber nicht so lange. Es gibt bessere Spiele, Dark Souls. Aber egal. Es ist einfach faszinierend so. Die ganzen Cutscenes. Es wirkt mega professionell. Es sieht unglaublich gut aus. Ja! Ey, Stecken ein man muss paar auch. hundert Millionen in die Produktion. Es wirkt sehr professionell. Realitätsnah. Ein Ja. Muss. Ja. Viel Nee, weiter. aber. Ja. Klar. Ey, das muss man anmerken. Okay. Von welchem Studio ist das? Von welchem Publisher? Also Sony gepublished, aber vom Studio Santa Monica. Oh, okay. Naja, Ja. professionell. Professionell, ja. Die machen nichts anderes als God of War. Gibt schon gute Gründe, warum. Also sie wachen morgens auf und setzen sich an den PC. Bestimmt so ein Wahrscheinlich. Teenager, der gerade noch 9. Klasse ist, weißt du? Schatz, du musst ja zur Schule! Ja, Mama, ich will nur noch das Spiel machen! Ich bin professionell. Egal, God of War. Auf jeden Fall God of War, fantastische Story, fantastische Charaktere. Kratos, bester Hauptprotagonist aus ganzen Videospielgeschichte. Wer was anderes sagt, der hat keine Ahnung.
God of War ist einfach fantastisch. Punkt. Spielt es sofort. Ich glaube, Pascal, bist du eigentlich schon mit God of War durch? Sag mal. Nein. Es hat noch keiner von euch das Spiel gespielt, oder? Nein. Ich. Ja, bin ich so generell der Simulationsfan. Nee, also du fängst halt wirklich von klein an, baust deine Station auf, so, ne? Ich habe heute gespielt und da stand irgendwas mit Spielzeit 116 Stunden. Und ich bin jetzt auch schon so weit, dass ich ganz viele Garagen habe, die Weltkarte freigespielt. Also mir macht's extrem Spaß, das zu spielen. Weißt du, du kannst deine LKW selber konfigurieren, innen drin, den Innenraum, ne? Alles, du kannst Farben, Design aufklatschen da. Ja. Ich finde das schade, dass sie das nicht gespielt haben. Tolles Spiel hast du ausgewählt, Lukas. Ja. Ich meine, wie willst du denn einsteigen, so? Oh. Okay, Lukas fährt. Ich fahr jetzt. Jetzt bin ich wieder dran, ne? Ach, ist klar. Mein zweites Spiel war Minecraft. Minecraft und ich, das ist eine Beziehung. Du brauchst Minecraft nicht erklären, also Minecraft ist wirklich selbst erklären. Ja, die ist ich gleich. Ich kenne das Spiel noch nicht! Lass ihn ausreden! Gut, gut. Ich habe Minecraft zum ersten Mal. Oh. Also ich habe Minecraft zum ersten Mal. Was hast du da angestellt auf Vibration? Mein Controller. Naja. Also zum ersten Mal Minecraft gespielt habe ich Anfang 2011. Da war ich noch ein kleiner Junge. 2011? 2011 habe ich zum ersten Mal Minecraft gespielt. Da wusste ich gerade mal, wie man... So klein warst du da auch, wirklich. Auf jeden Fall... Es hat mich damals einfach fasziniert, dass ich auf YouTube gekommen bin. Und dann habe ich da so einen alten, bärtigen Mann gesehen, der Minecraft spielt. Ich rede von Lukas, seinem Vater. Ja. Den oh. Erik. Ich finde das krass. Lukas, sein Vater ist einfach grown. Das merkt man einfach nicht. Ja. Nee, also beide sind sehr unterhaltsam. Ich sowieso. Auf jeden Fall. Mhm. Und dann habe ich... Problem. Kommt gescheiß langweilig. Ey! Papa! Hast du das gehört? Jo! Ja! Dennis wieder! Ja! Der hat dich als langweilig bezeichnet! Dennis ja. kriegt Gartenverbot bei euch im Haus. Oh, Dennis ist wieder am Aufmuffen. Aufmuffen, Alter. Aufmuffen, ja. Ey, das ist ein. Ja, das ist ein weit verbreiteter Sprachgebrauch. Wolltest du nicht über Minecraft reden? Ja, ja. Auf jeden Fall, wo war ich? Bei Minecraft. Du warst bei Minecraft. Alten, wertigen Männern, die kleine, blöckige Spiele spielen. Ja, also ich glaube, Minecraft muss ich ja nicht erklären. Nein. Dann habe ich damals meinen Cousin gefragt. Und der hat mir das dann, leider mir dann gecrackt. Ehrenmann. Ah, ja. Ja, dann habe ich es damals auf meinem alten PC noch gespielt, ohne Internet. Das heißt, ich habe das Minecraft gespielt, wo... man keine Hungerkeulen hatte und sowas alles. Die schlechte gecrackte Version. Nein, das war 1.0.0. Also als es frisch aus der Beta rauskam, das war das Minecraft, was ich gespielt habe. So. Da hatte ich ein schönes Erlebnis. Ich habe mir eine große Welt gebaut. Hab da ein paar Sachen gebaut. War richtig schön dort. Da habe ich, weil ich dumm war oder sowas, habe ich die Welt gelöscht. Und habe mir eine neue erstellt. Und hab genau meine Welt wiedergefunden, mein altes Haus, alles war wieder da, obwohl ich eine neue Welt erstellt hatte. Das war so ein schönes Gefühl für mich. Was hat Dennis gemacht? Egal. Dennis und ich waren in meinem Zimmer und Dennis wollte mich hochheben und hat's nicht hingekriegt und dann bin ich auf den Boden geknallt und hab meinen Laptop mitgenommen. Was habt ihr gemacht? Dennis wollte Wrestling spielen. Da hatte ich noch dieses kleine Zimmer aber. Ja. Ach, und Dennis stand mitten im Raum und versucht auf einmal mich hochzuheben und auf den Boden zu slammen. Ich meine, hoch habe ich dich bekommen. Zwar nicht lange, aber ich habe dich etwas hochbekommen. Okay. Ja. Und später habe ich mir Minecraft auf PS3 gekauft. Und dann auf PS4. Also Minecraft ist so das Spiel,
neben GTA, was mich am meisten begleitet hat. Deswegen hast du die beiden ja auch aufgezählt. Deswegen habe ich beide aufgezählt. Ja, beides hat mich geprägt. Beides. Ich rieche diese Erfrischung, dass ich Minecraft bisher nur auf dem Handy gespielt habe. Ich war dabei. Loser! Wie, Dennis, du warst dabei? Ja, ich war dabei, als du es mal auf dem Handy gespielt hast. Ja? Erinnerst dich nicht mehr daran, nicht wahr? Ich weiß nicht mal, wie alt wir beide waren, als wir uns kennengelernt haben. Wir waren sehr jung. Ja, 4 oder so, ne? Kann sein. Wir haben ja schon zusammen gewohnt, also wir waren ja schon Nachbarn. Wir waren ja schon Nachbarn, als wir 5 oder so waren. Ja, also gestern. Ja, seit gestern, nicht wahr? Ach ja. Wie gesagt, Minecraft ist toll, sollte jeder mal gespielt haben und hat jeder mal gespielt. Das war mein Spiel und ich gebe weiter an Dennis, der über dunkle Seelen redet. Über sehr, sehr dunkle Seelen. Landwirtschaftssimulator. Nein. Also, ich rede jetzt über das beste Spiel der Welt, aka das Spiel, was jeder mal gespielt haben sollte, wie jedes Spiel, was ich spiele, weil ich spiele ja nur gute Spiele. Und ja, es ist Dark Souls. Dark Souls, das Spiel, was als das schwerste Spiel der Welt bekannt ist, was eine komplette Lüge ist. Ich meine, Dark Souls sind schwer. Damit will ich halt ausdrücken, Dark Souls ist ziemlich fantastisch. Und ich habe nicht über den Schwierigkeitsgrad geredet, der ziemlich hoch ist für einige Leute. Was ich du, nicht du hast doch gesagt, das Spiel ist nicht so schwer. Und auf einmal sagst du, du hast nicht über den Schwierigkeitsgrad gesprochen. Ich habe nicht geredet, dass es nicht so schwer ist. Und dann hast du gesagt, du hast nicht darüber gesprochen, aber in dem Moment hast du ja darüber gesprochen. Ist gut jetzt! Nee. Auf jeden Fall ein wirklich fantastisches Spiel. Was mich viel zu sehr ein bisschen an Herr der Ringe erinnert. Also an die Sterne, die ich geschaut habe. War es das? Das war's. Gut. Das war jetzt das Spielthema? Das war die Folge. Ich hab gedacht, wir reden jetzt noch über Herr der Ringe. Machen. Wir können ja eine Herr der Ringe-Folge machen. Ohne mich. Dennis, du weißt, was du jetzt zu tun hast. Gib mir Zeit. Okay. Dennis, dauert nicht lange, ist bald Dezember, ne? Da kommen immer im Fernsehen alle 3 Teile. Wollt ihr euch verabschieden? Ja. Auf Wiedersehen. Hallo. Tschüss. Okay. Tschüss.